Attack-Modifiers, Attack, ne, Attack-Modifiers are exclusive and do not stack with other Attack-Modifiers. Attack-Modifiers are exclusive and do not stack with other Attack-Modifiers. Ich kann kein Englisch. Doch, kann ich eigentlich schon. Naja, egal. Auf jeden Fall, sie stacken nicht, deswegen sehr dummes Item für ihn. Barrier Idol, mir ist der Name wieder eingefallen, wäre um Welten besser gewesen. Ich frage mich, warum er sich dieses Item gekauft hat. Ja, also der Roshan hier, wage ich anzuzweifeln, ob sie den schaffen, solange Sentinel nichts dagegen macht, können sie ihn kriegen, aber nee, das sollten sie lassen, das sollten sie lassen. Sentinel ist wirklich gefährlich nah und sie haben auch eine eigentlich sehr gute Kombination. Ulti sitzt vom. Okay. Wollte ich mich jetzt eigentlich verarschen? Mitten im Spiel macht's einfach klein. Okay, das tut mir jetzt wirklich leid. Wirklich. Aber wir haben diesen epischen Teamfight verpasst mit einem Hattrick. Von wem der Hattrick? Von wem der Hattrick? Von unserem Carrier Cursed. Überraschung, es hat sich doch irgendwie ausgezählt, wobei ich es immer noch anzweifle. Also, unser Carrier Cursed pawnt hier die Bude mal wieder. Aber dennoch, alles was ich noch gesehen habe, war der epische Ultimate vom Engineer, war klasse. Wir können einfach direkt mal schauen. Ich habe den Chat irgendwie nicht gespeichert. Naja, whatever. Also, epischer Ultimate vom Engineer war gut gesetzt, hat viele erwischt. Legion möchte consignen. Ich hoffe, sie tun es nicht. Ich meine, sie haben immer noch einen Pestilence, der kein Farm hat. Aber wenn er ihn jetzt, wenn er jetzt grob geschätzte 3 Stunden farmt, portet er jedem im gegnerischen Team solo. Naja. Chipper. Ja. Ah, also er hat sich doch sein Acolyte Stuff geholt. Ich denke nicht, dass es ein Ding wird. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ein Hexstab, sondern es wird wahrscheinlich eher eine Frostified Plate für den weiteren Slow und besseren Ulti. Und ist, finde ich, gut, wobei ich den Hexstab besser finde. Ich glaube, dass es ein Ding wird, ein Frostified Plate, weil er im Normalfall holt man sich ansonsten als erstes das Blast Orb, weil es einfach plus 25 Intelligenz, wer braucht das? Außer man ist Ding. Außer man ist Vindicator. Braucht man das eigentlich nicht? Es ist besser, wenn man sich das Blast Orb als erstes holt, da es einfach noch Lehm dazu gibt und trotzdem auch noch Int und Agi. Ganz wichtig. Und deswegen glaube ich, es wird eine Frostified Plate. Wir werden es jetzt auch gleich sehen, wenn er sich hier die Rüstung kauft. Wird es ganz klar eine Frostified Plate. Kongor liegt. Ich denke, das war's für Sentinel. Schönes Spiel vom Demented, der jetzt am Ende aber irgendwie nachgelassen hat. Am Anfang fand ich ihn ganz okay. Polibok und Engineer, vor allem Engineer hatte ein paar sehr schöne Ultimates. Und ja, der Zeus hat halt stark gefailt. Und, aber ich glaube, was das Spiel für das gegnerische Team gewonnen hat, ja, es wird eine Frostified Plate. Ist schlichtweg der Chipper, der einfach das Spiel dominiert hat mit seinen sauberen Ganks. Alles klasse. Also, großes Kompliment an diesen Chipper. Du bist immer in meinem Team willkommen. Und ja, ich könnte jetzt nochmal schauen, was die letzte verzweifelten Versuche von Sentinel sind. Ich wüsste nicht, was sie jetzt noch machen können, um das umzudrehen. Poor Bastard Sword of Engineer. Ich frage mich, was sie kaufen wollen. Wahrscheinlich. Warum haben die nicht getroffen? Kann mir irgendjemand erklären, warum die nicht getroffen haben? Also, das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Warum haben die 3 Raketen nicht getroffen? Egal. Bastard Sword of Engineer wird wahrscheinlich zu einer Lothar's Edge. Oder Assassin's Shroud heißt es in Horn. Assassin's Shroud. Eigentlich ein relativ gutes Item für Engineers. Es gibt ihm ein bisschen Schaden, ein bisschen Attack Speed. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Es geht mehr darum, gute Position für sein Ulti setzen kann. Wobei ich ein Portakey eigentlich besser fände. Es ist billiger und es ist eigentlich in allen Situationen besser geeignet, um irgendwas zu regeln. Und vor allem Invis ist so einfach gecountert. Also wenn der Glacius mal sich mal nützlich machen will, dann könnte er Wards kaufen und oder das, denn sobald man sieht, da ist er nicht, oder man, wenn man das gegnerische Team so im Hintergrund sieht und kein Engineer da ist, könnte man einfach mal einen Dust
poppen und dann wird das Ganze mal. Könnte man schauen, aber ich glaube nicht, dass der Engineer es noch in diesem Spiel schafft, seinen Lotus Edge fertig zu kriegen. Poliwog Priest, Staff of the Masters, Klassiker. Ja, wundert mich nur, dass er nie, irgendwie nichts anderes im Equip hat, wenigstens meine Totems oder sowas. Die Meta Chairman, endlich Level 11. Und ja, ich glaube, das ist jetzt der Gaming oder der spielentscheidende Push. Corrupted Disciple, ja, das ist es so ziemlich. Corrupted Disciple hat einen Shrunken Head, hat einen Frostburn und steht jetzt da, stiehlt sich Damage bis zum Abwinken, macht seine 288 Schaden pro Hit, one-hittet alles und das war's. So ziemlich. Double Kill auf Corrupted. Er fällt zwar, aber der total nicht gefeedete Pestilenz kann das nicht halten. Und Defeat. Ja. Schönes Spiel vom Chipper. Muss ich ein großes Kompliment geben. Und ja. Glacius möchte auch mal wieder nützlich sein, was er im ganzen Spiel eigentlich nicht so war. Er cursed Frostburn, ganz klar. Gefailed. Also. Na, wobei Frostburn, ich weiß nicht, ob Frostburn jetzt auch noch ein Attack Modifier ist. Es steht nicht dran, ich kann es nicht sehen. Aber ich finde es trotzdem nicht so gut. Zephyr war okay, hat viel getankt. Aber es war wirklich im Endeffekt der Chipper, der das Spiel gewonnen hat. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Kann ich die Charaktere spielen? Nein. Okay, also das war jetzt mein erster Versuch, an mich an sowas zu probieren. Und ich hoffe, es hat gefallen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut war oder ob ich wieder meine übliche, ich rede zu viel Zeug oder ich versuche zu viel Zeug in zu wenig Zeit zu reden und verwirre es dann oder vermische es dann. Und ja, ich denke, ich habe das gemacht. Aber ich habe versucht, das so gut wie möglich rüberzubringen. Und ich habe vor, das vielleicht nochmal zu machen. Mir hat es jetzt durchaus viel Spaß gemacht. Und ja, also dann. See ya next time. Okay, wer auch immer das jetzt verstanden hat, das war eine Anspielung auf Husky StarCraft. Also, bye Leute.